Was ist? Jetzt beeil dich, Twinkle. Es ist Zeit für die Gebete. Und vergiss deine Stola nicht. Lieber Gottvater, du bist der Allwissende. Du weißt, was mich herführt. Ich bitte dich um deinen Segen für die Hochzeit meiner Tochter Twinkle. Komm, mein Junge, komm, komm. Du könntest jetzt also tatsächlich in die Familie Taneja einheiraten. Ich bete zu Gott, dass es wirklich so weit kommt. Dann werde ich vor Freude tanzen. Oh ja, oh ja, oh ja. Komm schon, Junge. Frau Taneja, wie schön, Sie zu sehen. Das ist also Ihr Sohn Sunny. Gott ja, segne das ist mein lieber Sohn Sunny. Ein kleiner Scheck als Geschenk, 51.000. Miss Taneja, Sie haben wirklich ein großes Herz. Eine solche Summe nennen Sie klein. Ach, wie dem auch sei, wir danken Ihnen. Aber wo ist denn nun Ihre Tochter? Wir möchten Sie so gerne sehen. Meine Tochter? Da vorne ist Twinkle. Möge der Herr dich segnen, meine Liebe. Möge dein Leben mit Freude gesegnet sein. Du bist so freundlich zu uns allen. Twinkle? Twinkle, mein Schatz! Komm bitte her! Ich komme, Mama. Twinkle, das sind Frau Ballard und ihr Sohn Sunny. Twinkle, Liebes, mach doch einen Spaziergang mit Sunny, damit ihr euch besser kennenlernen könnt. In Ordnung, los. Willst du mir etwas von dir erzählen? Du kannst mich gern alles fragen, was du willst. Was interessiert dich denn? Okay. Erzähl mir doch, welche Hobbys du hast. Also eigentlich habe ich nur zwei Hobbys. Das eine ist, den Armen Essen zu geben. Das andere... Komm, ich zeig's dir einfach. Ich schau gern den Jungs nach. Was? Warte, wie heißt du nochmal? Ach ja, du heißt Sunny. Sunny, oder nicht? Aber du bist eher so blass wie frisches Butterhühnchen. Dann kann ich nur hoffen, dass du Butterhühnchen magst. Na klar, und wie? Huhn ist immerhin auch der Nationalvogel von Punjab. Aber weißt du, eigentlich trinke ich viel lieber Bier als zu essen. Wir werden das coolste Pärchen, Sunny. Das wird super mit uns. Und meine Jungs werden dich lieben. Joginder, Purinder, Raminder, Sunny, Raju. Sie werden dich alle lieben. Ah, da sind sie. Hallo. Also, wie habt ihr euch denn entschieden? Nein. Ich werde sie nicht heiraten. Aber warum? Was? Komm, was? Mama, lass uns gehen. Ich kenne dich. Du hast irgendwas angestellt, um ihn zu vergraulen. Wenn ich dir die Wahrheit erzählen würde, würdest du nur einen Schock kriegen. Und ich hab dich zu lieb, um dich zu schockieren. Ich habe dir immer alle Wünsche erfüllt. Willst du mir nicht diesen einen gewähren? Hm? Alles, was ich mein Leben lang getan habe, habe ich doch nur für dich gemacht. Nachdem dein Vater gestorben ist, habe ich das Geschäft übernommen. Und dabei immer versucht, dir zugleich Mutter und Vater zu sein. Und heute habe ich nur noch den Wunsch, dich verheiratet zu sehen und glücklich in deinem Leben. Oh nein, der Miss Amritsar-Wettbewerb fängt schon in 2 Stunden an. Oh nein, diesmal wird sie Platz machen. So geht das jeden Tag. Bei diesen beiden Familien gehört das zum Tagesablauf. Sind Sie neu in der Gegend? Ha, na dann, genießen Sie die Show. Das ist nämlich erst der Anfang. Hey, jetzt machen Sie endlich Platz! Hey, ich bin Anita Lutra. Inzwischen sollten Sie doch wissen, dass die Lutras nie vor jemandem zurückweichen. Und wir sind die Tanejas. Und wir wissen sehr gut, wie man sich in der Welt behaupten kann. Ja, klar.
Ich weiß sehr gut, dass Sie ohne Rücksicht auf Verluste dafür sorgen, dass Sie bekommen, was Sie haben wollen. Wenn mich jemand fragen würde, müsste ich sagen, dass Sie dafür garantiert alles tun würden. Sie haben einfach keinen Stil. Was wissen Sie denn bitte von Stil? Sie imitieren ständig meinen Kleidungsstil und plustern sich hier auf. Sie kopieren meine Kleidung und fahren das gleiche Auto wie ich. Und neuerdings haben Sie auch Bodyguards angestellt. Hier. Was kommt als nächstes? Werden Sie sich vielleicht das Gesicht operieren lassen, damit Sie auch noch aussehen wie ich? Ihr Gesicht lasse ich mir höchstens auf meine Schuhsohlen drucken. Ich bekomme ja schon am ganzen Körper Ausschlag, wenn ich sie nur sehen muss. Was soll das werden? Was glaubst du, was du hier machst? Ich werde das Auto deiner Mutter für 100 Rupien im Internet verscherben. Hau ab! Hast du keinen Anstand im Leib, verzogener Bengel? Hey, hey! Ich glaub's ja wohl nicht. Was soll das denn werden? Du bist scheinbar auf Ärger aus, was? Und schon Angst? Schau mal her, dein Gesicht in dem Spiegel. Schau hin! Du hältst dich für einen Supermacho, was? Du siehst wie ein Affe aus, ein blöder Affe. Und du? Du hältst dich wohl für eine Prinzessin. Weißt du was? Du hast das Affengesicht hier. Man kann echt kaum hinsehen, als ob du vom Planet der Affen kommst. Du bist so hässlich, dass ich garantiert Albträume davon kriege. Hast du mal in den Spiegel geschaut? Du bist genauso verblödet, wie du aussiehst. Und deine Stimme ist genauso scheußlich. Und mal ganz ehrlich, von Mode hast du offensichtlich auch keinen Schimmer. Schau doch mal, wie du rumläufst. Du hast wirklich überhaupt keinen Stil. Oh, erzähl du mir bloß nichts von Mode. Du kannst ungeschminkt ein Gespenst in einem Horrorstreifen geben und Erziehung hast du offenbar Schluss auch keine. Damit. Aber wen wunderst du? Du warst ja nicht mal auf der Vorschule. Haben jetzt endlich alle genug gestritten? Sind jetzt alle zufrieden? Dann werfe ich jetzt wieder die Münze. Das können Sie gerne machen. Ich gewinne ja sowieso wieder. Wie letztes Mal, ich setze auf Kopf. Kopf, Kopf! Wie fühlt es sich an zu verlieren? Jetzt sind Sie ein braves Mädchen und fahren Ihr Auto weg. Fahren wir, Mama. Ich komme noch zu spät zur Miss Amritzer-Wahl. Hallo zusammen. Willkommen zum Miss Amritzer Schönheitswettbewerb 2015. Und dieses Jahr wird es ein besonders spannender Wettbewerb. Seid ihr bereit für eure Schönheitskönigin? Und hier kommt die Neuigkeit. Im diesjährigen Wettbewerb als Preisrichter erleben Sie den allseits beliebten Mika Singh! Einen ganz herzlichen Applaus! Seid ihr bereit, eure neue Schönheitskönigin zu wählen? Ja, unsere Kandidatinnen kommen auch gleich zu uns hierher auf die Bühne. Vorher begrüßen wir unser erstes Jurymitglied, die erfolgreiche Geschäftsfrau Anita Lutra! Oh nein. Hallo. Anita Lutra wird nichts unversucht lassen, um mich zu schikanieren. Sie wird dafür sorgen, dass ich nicht gewinne. Und vor ihr zu verlieren, wird eine Schande für die Taneshas sein. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für unsere nächste Jurorin, Leela Taneja, die Eigentümerin von Taneja Industries. Ja. Ach du meine Güte, die schon wieder. Dann hören wir uns jetzt mal die Kandidatinnen an. Ich bin Twinkle Taneja. Applaus bitte! Twinkle, Twinkle, Little Star. Damit haben mich früher in der Schule alle aufgezogen. Und das war ganz furchtbar für mich. Bis eines Tages meine Mama etwas zu mir gesagt hat. Sie sagte, dass ich der hellste Stern in ihrem Leben bin, der immer ein strahlendes Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubert. Und ich verstehe, was sie damit sagen wollte. Aber mit diesem Lied habe ich sogar heute noch ein Problem. Twinkle, Twinkle, Little Star, oh nein. Und das werde ich allen Anwesenden beweisen, indem ich hier gewinne. Und von da an wird es heißen, Twinkle, Twinkle, der große Star. Twinkle, das hat mir sehr gut gefallen. Leela und Twinkle sind viel zu fröhlich. Wie kann ich ihnen jetzt den Spaß verderben? Hallo, Mika. Das ist für dich. Was ist denn da drin? Schau doch einfach selbst rein.
Stunden auf dem Bett? Nein, Mika, das ist doch wirklich nicht viel. Oh, aber du wirst mir dafür doch bestimmt einen kleinen Gefallen tun. Ich sollte mein Make-up nochmal auffrischen. Ich will unbedingt ein Selfie mit Mika Singh. Mika Singh, Mika Singh! Ich habe die ganze Zeit Ausschau nach Ihnen gehalten. Ich weiß ja, dass Sie bei dem Wettbewerb in der Jury sitzen. Aber darf ich bitte ein Foto mit Ihnen machen? Bitte, ja? Du bist doch Twinkle. Ja, Sir. Deine Rede war sehr beeindruckend. Hat mir gut gefallen. Und ich dachte, du verdienst es, diesen Wettbewerb hier zu gewinnen. Aber nach diesem untragbaren Verhalten denke ich, du solltest von der Wahl ausgeschlossen werden. Was sagen Sie denn da, Sir? Du hast versucht, mich zu bestechen, um die Misswahl zu gewinnen. Schämst du dich denn nicht? Aber Sir, ich habe sie doch nicht... War dir das? Sir, das kann nur ein Missverständnis sein. Twinkle? Wovon redet er denn da? Ich weiß nicht, wovon er da redet. Ich habe ihn nicht bestochen, Mama. Aber ich habe ihm Geld angeboten. Sie und Ihre Tochter haben einfach eine viel zu hohe Meinung von sich selbst. Und deshalb musste ich Sie endlich in die Schranken weisen. Also habe ich Mika in deinem Namen 10 Millionen Rupien Bestechungsgeld angeboten. Damit er sicherstellen wird, dass du gewinnst. Dass Sie so tief sinken, hätte selbst ich nicht gedacht. Damit werden Sie nicht... Stopp! Bitte keine leeren Drohungen. Ich habe nur das getan, was ich tun wollte. Und Sie können meinetwegen gern weiter hier herumstehen und darüber lamentieren, bis Sie schwarz werden. Bis dann. Du heißt doch Twinkle, nicht wahr? Mein Name ist Sapna. Also ich finde, du bist wirklich genauso strahlend schön, wie du heißt. Ich verrate dir was. Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, die Miss Amritsar-Wahl zu gewinnen und meine Mutter damit stolz zu machen. Aber dieser Traum wird sich niemals erfüllen, weil ich diese Behinderung habe. Ich finde es sehr mutig, dass du überhaupt an diesem Wettbewerb teilnimmst. Allein das ist schon eine wirklich große Leistung. Du bist ein Star, Sapna. Wir könnten allesamt noch etwas von dir lernen. Also Kopf hoch, sei nicht traurig. Geht es dir gut, Sapna? Madame, Sie können sich glücklich schätzen, eine so mutige Tochter zu haben. Hier kommen die drei Finalistinnen. Sapna. Die zweite Finalistin ist Puku. Und unsere dritte Finalistin ist Twinkle. Dann kommen wir jetzt zur letzten Anforderung der Frage-Antwort-Runde. Mika, bitte. Hi, Puku. Meine Frage an dich lautet, was ist Schönheit? Frieden. Frieden in der Welt. Genau. Also wenn ich diesen Wettbewerb gewinne, werde ich der Welt Frieden bringen. Oh ja. Die nächste Frage bitte. Twinkle Taneja? Mika, du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich Twinkle eine Frage stelle. Natürlich, bitte. Danke. Twinkle, meine Frage ist ganz einfach. Was hältst du von deinen Nachbarn? Und antworte bitte ganz offen und ehrlich. Meine Nachbarn sind wie Moskitos, die Dengue-Fieber verbreiten. Sie nehmen uns den Frieden und rauben uns den Schlaf. Von Straßenhunden und Katzen kann man mit Sicherheit mehr Freundlichkeit erwarten als von ihnen. Denn unsere Nachbarn machen uns das Leben richtig schwer. Sie verdienen die wüstesten Beleidigungen der Welt. Sie hätten eine ordentliche Abreibung verdient. Wenn ich ein Juror wäre, würde ich auf jeden Fall Sie zur Gewinnerin erklären. Dann möchte ich Mika jetzt darum bitten, die Entscheidung zu verkünden.
Der heutige Wettbewerb war wirklich sehr anstrengend und ich bin sicher, dass ihr alle euer Bestes gegeben habt. Und das Publikum will nun endlich wissen, wer die Gewinnerin ist. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Bitte, lieber Gott, lass es Sapna sein. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle Taneja, ich gratuliere. Dann möchte ich Mika jetzt bitten, auf die Bühne zu kommen und unserer stolzen Gewinnerin die Krone zu verleihen. Twinkle, möchtest du ein paar Worte sagen? Vielen herzlichen Dank. Allen, die mich ermutigt und unterstützt haben, gilt mein besonderer Dank. Aber ich finde, dass eine andere von uns diese Krone mehr verdient hat. Sapna. Was soll das? Security! Was ist denn los? Wie sind Sie hier reingekommen? Los? Ah, was soll das? Lass mich los! Ihr müsst ihn aufhalten! Security! Bitte. Haltet ihn doch auf! Das wird Leila und ihrer Tochter eine Lehre sein. Wie können Sie es wagen, mich einfach von der Misswahl zu entführen? Jufratsch! Ich wage es, weil ich dich mag. Mein Name ist Yuvraj Lutra. Und dich zu entführen ist noch gar nichts. Ich würde mein Leben für dich hergeben. Und zwar, weil ich verrückt nach dir bin. Und heute wurde meine wunderschöne Freundin offiziell zu Miss Amritsa gekürt. Deine Antworten an die Jury waren echt clever. Du hast ein Zeichen gesetzt. Du warst da? Die ganze Zeit über? Na klar war ich da. Dann erzähl mir unbedingt, wie ich war. Wie habe ich ausgesehen? Tja, weißt du, obwohl du Miss Amritsa werden wolltest, hast du eher wie Miss Indien ausgesehen. Umwerfend schön. Die Männer konnten die Augen nicht von dir lassen. Ich hatte die größte Lust, ihnen eine reinzuhauen. Was? Warst du eifersüchtig, Yuvi? Oh, warum sollte ich eifersüchtig sein, ha? Ach ja? Du hast also kein Problem damit, wenn die Männer mir hinterher starren? Nein, ich doch nicht. Na, dann kann ich dir ja erzählen. Was denn? Meine Mama hat mir einen Heiratskandidaten vorgestellt. Und was ist jetzt neu daran? Du hast ihn doch garantiert vergrault, wie immer. Nein, Yuvi. Diesen Kandidat konnte ich einfach nicht abschütteln. Meine Verlobung steht also fest. Du machst doch Witze. Nein, ehrlich. Ich konnte ihn einfach nicht davon abbringen, Yuvi. Oh Gott, Yuvi! Yuvi, fahr langsamer. Bist du verrückt geworden? Ich hab dich doch nur auf den Arm genommen. Ehrlich, das war nur Spaß. Du bist der Einzige, den ich liebe und ich heirate nur dich. Yuvi, du brauchst noch einen Unfall. Wir könnten sterben. Jetzt bremst endlich. Da kommt ein Graben. Yuvi! Hättest du das ernst gemeint? Hätte ich schon dafür gesorgt, dass wir sterben. Du bist so ein blöder Affe, Yuvi. Das geht jetzt schon seit 3 Jahren so bei uns. Ich mach mir einen Spaß daraus, dich eifersüchtig zu machen und du verlierst gleich die Beherrschung. Warum machst du mich denn überhaupt eifersüchtig? Wo du doch weißt, wie sehr mich das ärgert. Ich mag dich eben eifersüchtig. Dann siehst du immer so niedlich aus. Du musst zugeben, solche Witzeleien machen unsere Beziehung viel spannender und aufregender. Deshalb hält auch die Leidenschaft in unserer Beziehung schon so lange an. Stimmt. Aber wenn ein anderer es wagt, ein Auge auf dich zu werfen, werde ich ihm gehörig in den Arsch treten. Genau wegen dieser Leidenschaftlichkeit bin ich so verrückt nach dir. Ich weiß doch genau, dass hinter dieser harten Schale ein liebenswerter Mann steckt. Und dass du mich nie verletzen würdest, oder? Opa! Ich kann nicht glauben, dass diese Frau es wagt, einfach meine Nichte entführen zu lassen. Der werde ich jetzt die Flötentöne beibringen. Opa! Opa! Komm schon, komm mit! Was hast du denn? Diese Lutras haben es jetzt wirklich zu weit getrieben. Leila hat angerufen, Opa.
Sie hat mir gesagt, dass irgendjemand Twinkle von der Bühne entführt hat. Aha. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Anita Lutra hinter der Entführung steckt, Opa. Wo versteckst du dich? Komm raus und zeig dich, los! Das geht sie gar nichts an. Also halten Sie sich da raus oder ich schlag Sie Krankenhaus. Herr Kommissar, bitte regeln Sie das. Anita Lutra ließ meine Tochter entführen. Ich glaube kaum, dass Ihre Tochter entführt worden ist. Höchstwahrscheinlich ist Ihre Tochter mit irgendjemandem durchgebrannt. Was sind Sie denn nur für eine Mutter? Wie können Sie so schlecht von meiner Tochter reden, wo Sie doch selbst ein Kind haben? Es reicht. Ich bitte Sie ein letztes Mal. Legen Sie endlich Ihre ewigen Streitigkeiten bei. Nehmt die Waffen runter. Twinkle! Twinkle, geht es dir gut? Aber Twinkle, da ist die Twinkle. Ganz ruhig, Mama. Schau doch, mir geht's prächtig. Damit kommst du mir nicht davon, Juvratsch. Hey, Juvi, Ju... Chinky? Ach, ja. Du? Ja, Chinky. Sie ist total verrückt. Als sie erfahren hat, dass ich gewonnen habe, hat sie mich vor aller Augen entführt, zur Überraschung. Jetzt hör mal, Twinkle. Jetzt musstest du denn genau wirklich so einen fürchterlichen Aufstand machen? Und du, Onkel Raman, hättest sie beruhigen sollen, aber du holst dein Gewehr und veranstaltest ein riesiges Theater. Ja. Was, wenn jemand verletzt worden wäre? Twinkle, ich hab versucht, ihm das zu erklären, aber nicht zu machen. Er war völlig im Jagdfieber, durch nichts mehr aufzuhalten. Und mich hat er mitgeschleift. Es reicht, Opa. Lasst uns die ganze Sache vergessen. Gott sei Dank ist alles gut. Unsere Twinkle ist gesund und munter wieder zu Hause. Aber mit dir bin ich ziemlich böse. Entschuldige, Tantchen. Ich werde sowas bestimmt nie wieder machen. Versprochen? Versprochen. Wer hat denn die Musiker hergestellt? Unsere Chinky wird nämlich bald heiraten und das muss augenblicklich ordentlich gefeiert werden. Ist das wirklich wahr? Toll! Oh, komm, lass her, das! Ist das. Ich werde erst tanzen, wenn Twinkle ihre Verlobung bekannt gibt. Ah. Rocky. Juvi? Hör mal. Mama, du? Was dreh gibt's dich denn? Um, dreh dich um. Jetzt erklär mir bitte mal, warum du Twinkles Schärpe hast. Die ist für Rocky. Ich hab sie nachmachen lassen. Extra für ihn. Was ich dafür alles anstellen musste, glaubst du nie. Ich musste alles absuchen. Was denkst du denn, Mama? Sie ist für das Rocky. Das gibt's nicht. Du hast die Schärpe für Rocky gekauft. Du hast dich doch bestimmt auch geärgert, dass Twinkle gewonnen hat. Unfassbar. Oder? Jetzt darf sie sich Miss Amritsar nennen. Aber für mich ist ab jetzt unser Rocky Miss Amritsar. Ja, genau das meine ich. Ich finde, sie haben große Ähnlichkeit miteinander. Nur ist Twinkle nicht halb so hübsch wie unser Rocky. Eine Landplage sind beide. Und Rocky hier, da geht's den ganzen Tag wuff, 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 andauernd. Und Twinkle Tanea kläfft so. Oh, das geht mir so auf die Nerven, Mama. Komm schon, Juvi, du kannst doch unseren Rocky nicht mit einer Göre wie Twinkle vergleichen. Sei nicht so gemein zu dem armen Tier. Also schön, ruh dich jetzt aus. Ciao. Na komm schon, du musst essen. Du hast wegen des Wettbewerbs heute Morgen schon nichts mehr gegessen. Greif zu. Das reicht. Was? Nur ein Stück Brot? Hör mal, mir fällt schon seit ein paar Tagen auf, dass du nicht richtig isst. Geht es dir gut, Liebes? Warum machst du dir Sorgen? Mir geht es bestens. Ich esse nur so viel, wie ich Lust habe. Und in letzter Zeit habe ich nicht viel Hunger, das ist alles. Du hast keinen Hunger? Was ist los? Sei bitte ehrlich. Du hast dich doch wohl nicht etwa verliebt, oder? Was ist das denn für ein Unsinn? Wie kommst du darauf, bitte? Nun, dein Verhalten deutet jedenfalls darauf hin. Du hast keinen Hunger mehr, du redest oft mit dir selbst oder mit diesem Armband, das du ständig trägst. Wir hatten so viele Heiratskandidaten, aber du hast sie alle vergrault. Und wenn ein junges Mädchen ein solches Verhalten an den Tag legt, kann man fast sicher sein, dass sie richtig verliebt ist. Also sag mir, hast du dich jetzt verliebt oder nicht? Hör endlich auf mit dem Unsinn, Mama. Ich mache einfach eine Diät. Immerhin bin ich Miss Amritsar. Und wenn ich mir jetzt die Figur ruiniere, werden sich alle über mich lustig machen. Was du immer gleich denkst, Mensch. Ich und mich verliebt. Igitt. Ich habe weder die Zeit für sowas noch das geringste Interesse daran, Mama.
Du hast ja recht. Wenn du dich in jemanden verliebt hättest, würdest du mir das sicher erzählen, oder? Na klar. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Das würdest du niemals von mir geheim halten, nicht wahr? Nein. Gut, jetzt komm und es endlich zu Mittag. Du musst aber zuerst davon abbeißen. Nein! Ich koche hier die Idee, die ich gewonnen habe. Aber jetzt isst du. Ich esse später jetzt noch ist was, doch bitte, wenn ich solange Hunger ich noch bekomme. Hier Nein, bin. Nein, später. Aber und du isst doch schon, ganz Mama. Bestimmt. Ja. Aber ja, wirklich. Ja, tschüss, Mama. Lieber Gott. Wie lange willst du mich noch so quälen? Wie lange stellst du meine Geduld noch auf die Probe? Ich will keine Geheimnisse vor Mama haben müssen. Verstehst du denn nicht, dass sie furchtbar verletzt sein wird, wenn sie davon erfährt? Was soll ich denn tun, lieber Gott? Ich liebe meine Mama und meine Familie, doch genauso sehr, wie ich Yuvi liebe. Wie kann ich da wählen? Ich darf sie nicht verletzen, meine Mama und meine Lieben. Nur deshalb habe ich mir doch diese Bestrafung auferlegt. Du erinnerst dich an unsere Abmachung, oder nicht? Jedes Mal, wenn ich Mama belüge oder einen meiner Verwandten anschwindeln muss oder irgendetwas geheim halten, esse ich ein Fladenbrot weniger. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie oft ich in letzter Zeit lügen musste? Deshalb darf ich nur so wenig essen. Also bitte, lieber Gott, bring unsere Familien doch dazu, endlich das Kriegsbeil zu begraben. Dann wird alles gut. Wenn unsere Liebe eine Zukunft haben soll, dann bitte schenke uns beiden die Kraft, unseren Familien offen die Wahrheit zu sagen. Oh, bitte, tu etwas, lieber Gott. Du hast doch sicher auch dafür eine Lösung. Ich bin zu Hause. Komm her. Du kannst wieder rauskommen. Deine zukünftige Schwiegermutter ist jetzt weg. Ich habe alles gehört. Was sollte denn das? Scheint ja, als hattest du eine Menge Spaß dabei, Rocky, meine Schärpe umzulegen. Ich habe eben das Erste gesagt, was mir eingefallen ist. Sonst wäre doch alles rausgekommen. Und dann wären unsere Mütter sich gegenseitig an die Kehle gesprungen. Das weißt du doch selbst. Warum zweifelst du an mir? Aus. Aber warum sollte Rocky deinetwegen zu kurz kommen? Twinkle, was machst du denn da? Twinkle, du hast schon wieder nichts gegessen. Du kannst doch nicht immer nur alles an Rocky verfüttern. Warum machst du denn ständig solche Sachen, Baby? Du weißt doch ganz genau, warum. Hör mal. Ich weiß sehr gut, dass du mich wirklich liebst. Und nur meinetwegen deine Mama belügst. Und am Ende bestrafst du dich selbst dafür. Hab ich recht? Warum machst du so ein Drama daraus? Das ist eine Abmachung zwischen Gott und mir. Aber Twinkle, ich fühle mich schrecklich, dass du meinetwegen Hunger haben musst. Dabei geht's nicht um dich, sondern um meine Mama. Und zumindest habe ich dadurch ein nicht ganz so schlechtes Gewissen. Und es gibt mir die Hoffnung, daran zu denken, dass Gott über alles wacht und dass er eines Tages die Dinge zurechtrücken und alles gut werden wird. Übrigens hasse ich dich. Was? Wieso? Weil ich dich liebe. Hä? Was soll das denn heißen? Damit will ich sagen, dass ich dich lieber nicht lieben würde. Aber ich habe keine Kontrolle darüber. Und wieso das? Du gibst mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Als ob ich ein Filmstar wäre. Ich will einen Mann, der sich die ganze Nacht an meinen Balkon stellen würde, bis ich ihn endlich erhöre. Und der es mit der ganzen Welt aufnimmt, auch mit seiner Familie. Ich bin mir sicher, dass du dich gut um mich kümmern wirst. Und du wirst mich auch immer beschützen, so wie ein Vater seine Tochter beschützt. Yuvi, ich muss jetzt wieder gehen, klar? Ich habe eine Stunde auf dich gewartet und du bist nicht aufgetaucht. Meine Mama wird noch nach mir suchen und wahrscheinlich lässt sie deine Mama dann wegen Entführung verhaften. Ciao. Ach, halt, Augenblick noch. Wir müssen gemeinsam ein Gebet zu Gott sprechen. Hände falten. Lieber Gott, bitte erhöre unser Gebet. Bitte überzeuge unsere Mütter davon, unsere Beziehung zu akzeptieren. Bitte. Ciao. Halt! Wieso gehst du denn jetzt zur Tür? Da kannst du nicht raus. Da ist der Balkon. Das weiß ich auch. Also? Schließlich komme ich dich schon seit einer ganzen Weile immer nur über den Balkon besuchen. Und was ist heute? Aber heute werde ich ganz einfach durch diese Tür rausgehen. Vor den Augen deiner Mutter. Meinst du etwa, nur du kannst so was Riskantes machen wie mich entführen? Ich werde dir beweisen, dass ich durch diese Tür hinausgehen kann, vor den Augen deiner Mama. Schau zu. Bist du jetzt völlig irre? Was denkst du dir denn? Wie willst du das anstellen? Schau zu. Ich habe hier Ihren Mandelmilchshake. Yuvi, warte kurz. Ich möchte gern mit dir über etwas reden.
gesprochen? Oh nein, Herrje, du meine Güte. Das kann nur Rocky gewesen sein. Rocky? Juvi? Ju? Was? Wieso ist er denn jetzt einfach weggegangen? Hey, kehren Sie das zusammen. Die Vase ist zerbrochen. Danke. Heute ist mein Traum endlich wahr geworden, Lila. Und was kann sich eine Mutter schon mehr wünschen, als die Tochter glücklich verheiratet zu sehen? Heute verlobt sich meine Tochter Chinky. Ich freue mich sehr, aber warum so formell? Chinky ist für mich wie eine Tochter, wie Twinkle für dich, oder nicht? Deshalb schlage ich vor, Chinkys Verlobung bei uns zu feiern. Danke, Lila. Nur kein Aufwand. Das Schönste wäre doch erst Chinky, dann Twinkle. Ich habe da eine gute Familie im Sinn. Welche Familie? Er heißt Herr Manohasana. Ist das nicht der Eigentümer von Sana Industries, der kürzlich im Fernsehen war, der den Punch-Up Gold Award gewonnen hat? Ja, genau, das ist der Leela. Genau diesen Herrn Sana meine ich. Sein Sohn Kunsch Sana ist einer der begehrtesten Junggesellen Indiens. Alle Mütter wollen ihre Töchter mit ihm verheiratet sehen. Und jetzt ist Herr Sana auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn. Und er wird schon heute nach Indien kommen. Ich dachte, ich könnte mit ihm und seiner Frau über eine Verbindung mit Twinkle sprechen. Deshalb habe ich sie auch zu Chinkys Verlobungsfeier eingeladen. Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Was dauert da so lange? Falsche Akte. Verzeihung. Wo ist Mr. Neil? Er ist bestimmt unterwegs. Ich zahle ihm kein sechsstelliges Gehalt fürs zu spät kommen. Sagen Sie ihm, wenn es noch einmal passiert, war er die längste Zeit bei Sana Industries. Ja. Frau Sana, Ihr Mann ist da. Er ist da? Stopp. Ich bin nicht extra mit dem Privatjet hergeflogen, nur damit du mir den Zeitpunkt verderbst. Du müsstest inzwischen wissen, dass ich nur dann einen Raum betrete, wenn Guru es empfiehlt. Und die verheißungsvollste Zeit, um einzutreten, ist um Punkt 11 Uhr. Das sind noch 10 Sekunden. Sam? Einen kleinen Moment bitte, ja. Herr Sana? Es ist Sam für Sie, aus London. Nicht jetzt. Hallo? Na, wie siehst du aus, meine Schöne? In meiner Sprache super heiß und du würdest sagen atemberaubend. Ganz ohne falsche Bescheidenheit. Ich sehe mindestens 10-mal besser aus als sonst. Ach ja? Mach mal ein Selfie und schick es mir. Ich will selbst sehen, wie atemberaubend du aussiehst. Was soll das denn? Ich will dich sehen, nicht nur deine Hand, du dumme Nudel. Schick mir ein richtiges Bild. Besser? Was sind das denn für Bilder? Erst deine Hand und dann dein Ellbogen. Ich will dich sehen, nicht deine Hände oder einen Armreif. Was soll's, vergiss es. Wir machen einen Videochat. Nein. Nein? Warum nicht? Aus der Ferne wirst du nicht mehr bekommen. So leicht werde ich es dir sicher nicht machen. Aber du weißt ja, wo Chinkys Verlobung stattfindet. Wenn du wirklich genau wissen willst, wie ich aussehe, wirst du dich schon trauen müssen, auf der Feier aufzutauchen. Dann kannst du mich anschauen, so viel du willst. Und, mutig genug? Was glaubst du denn? Du wirst schon sehen. Ich werde zu dir nach Hause kommen. Du wirst schon sehen, was ich mache. Wart's nur ab.
Bitte, Yuvi, wir sind nicht beim Miss Amritsar-Wettbewerb, wo du mich mit Motorrad und Schutzhelm unter alle Augen entführen kannst, weißt du? Das ist Chinkys Verlobung. Alle ihre Verwandten werden da sein. Und meine Familie kommt auch. Und du und deine Familie, ihr seid ja nicht einmal eingeladen. Sie würden euch wohl gar nicht erst reinlassen. Oh, Twinkle Tanea, hör mal zu. Ich brauche von niemandem eine Einladung, wenn ich mein Mädchen sehen will. Ich werde nicht nur kommen, während deine Familie da ist. Ich... Schau dich auch genau an. Ich mach dir Komplimente. Du wirst sehen. Davon kann mich niemand abhalten. Du nimmst den Mund aber ganz schön voll. Und wie hast du vor, das anzustellen? Überlass das ruhig mir. Na, wir werden ja sehen. Ich warte. Ich werde da sein. Okay. Hallo. Oh, hallo, ihr Lieben. Du bist da. Hallo, Lela. Wie schön, dich zu sehen. Komm her zu mir. Hallo, lieber Raman. Wie geht es dir? Du hast ja reichlich Gold, hast du bei mitgebracht. Ist die nicht traumhaft? Wirklich schön, hä? Nebenbei bemerkt, Lela, ich habe dich doch schon so oft gebeten, mich nicht mehr mit Penny anzusprechen. Nenn mich einfach P. Ah. Aber dein Name ist doch Penny, oder? Das wäre doch albern, wenn ich immer nur P zu dir sagen würde. Das ist nicht albern, Lela, Schatz, sondern modern. Hey, Twinkle, Papa hat mir erzählt, dass du die Wahl zum Miss Amritsar gewonnen hast. Ich gratuliere dir. Du bist ganz einfach die Beste. War doch klar, dass du gewinnst. Gegen dich kommt doch keine andere an. Also, wenn ihr mich fragt, sollte sie noch einen anderen Preis gewinnen. Für erfolgreiches Jungs verscheuchen. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der es mit Indien aufnehmen kann. Als ich dieses Land vor 10 Jahren verließ, war ich so arm wie ein Straßenjunge. Aber ich war davon besessen, dass ich eines Tages die gesamte Welt erobern würde. Ich wollte, dass diese Stadt in die Geschichte eingeht als die Geburtsstätte von Manwar Sarnar. Jetzt habe ich es geschafft. Heute habe ich ein Versprechen eingelöst, das ich mir selbst gab. Ich bin bis heute so weit aufgestiegen, habe die gesamte Stadt erobert und ganz Punjab liegt mir zu Füßen. All das konnte ich nur deinetwegen erreichen, Guru. Manoha, ich habe nichts getan, als dir den Weg zu erleuchten, dir eine Richtung zu geben. Du hast all das nur dadurch erreichen können, weil du dich durch harte Arbeit und Hingabe selbst nach oben gearbeitet hast. Du bist wirklich zu liebenswürdig, Guru. Aber ich weiß doch selbst, dass harte Arbeit allein sich nicht auszahlt, wenn Zeitpunkt und Ort nicht stimmen. Harte Arbeit lohnt sich nur, wenn die rechte Zeit und der richtige Ort für etwas gekommen sind. Du warst es, der mir das beigebracht hat. Guru, ohne deine Zustimmung und deinen Segen bin ich ein hilfloser Mann. Das ist mein einziger verbliebener Wunsch. Weiche nie von meiner Seite. Sei gesegnet. Manoha, du hast mir doch erzählt, dass du heute zum ersten Mal mit deiner Frau einen öffentlichen Auftritt in Amritsar hast. Ja. Dazu möchte ich dir gerne noch etwas sagen, Manoha. Ja, nur zu, Guru. Es wäre möglich, dass dich heute eine besondere Überraschung erwartet. Allerdings kann ich dir nicht verraten, wann und wo genau. Lela, Liebes, das ist so eine wunderschöne Feier. Sie wird uns lang in Erinnerung bleiben. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ach, kommen Sie, MK. Oh, Mrs. Core, meinte ich. Eigentlich müssten wir uns bei Ihnen bedanken. Es ist allein Ihnen zu verdanken, dass unser bescheidenes Haus heute in einem solchen Glanz erstrahlt. Du hast vollkommen recht. Sag mal, was machen Frau Sharma und Frau Gill denn bitte hier? Sie standen nicht auf unserer Gästeliste. Weißt du, Lila, das sind ungeladene Gäste. Sobald sie davon erfahren haben, dass Herr Manoha Sarnar herkommen wird, stand mein Telefon überhaupt nicht mehr still. Diese Ladies hier haben allesamt ihre Töchter mitgebracht, in der Hoffnung, dass sie eine Verlobung mit seinem Sohn Kunsch arrangieren können. Und an diesem Freudentag können wir sie nicht einmal in die Schranken weisen. Das ist wahr. Ach, vergessen wir das. Wir sollten lieber zu Chinky gehen. Wir gehen mal nachsehen, ob sie bereit ist. Ja, na, gehen auf, wir. Gehen wir. Du siehst sowas von heiß aus, Chinky. Du wirst
wirst deinen zukünftigen umhauen. Was meinst du? Sollen wir einen Rettungswagen rufen, nur um auf Nummer sicher zu gehen? Das wird ein Spaß. Du redest solchen Unsinn. Sag mal, wo steckt dein Verlobter denn überhaupt? Er ist sicher schon unterwegs. Ja? Du klingst beinahe, als wärst du verliebt in ihn, hm? Huh? Ich werde es unter keinen Umständen zulassen, dass sich irgendwas zwischen Twinkle und ihr Glück stellt. Ich werde schon dafür sorgen, dass Twinkle Kunsch Sana heiratet, den Sohn von Manoa Sana.